Klick aufgelegt. Ich bin der Schwänzer Nacht, bester Werner. Ich bin auf Dienstrunde und ich hoffe, ihr habt euer Kastel daheim eingeschalten. Ja, wie ihr wisst, ich bin heute ausnahmsweise unterwegs, weil wir haben heute den 2.2. Maria Lichtmess. Das heißt, das Lichtel, was wir am 8. Advent gemacht haben, das wollen wir heute wieder ausmachen. Auch wenn es ein bisschen komplizierter ist wie sonst, wir müssen es ein bisschen improvisieren. Aber ich denke, wir machen es auf jeden Fall, weil es gehört einfach zu unserer Tradition und da muss es auch durchgeführt werden. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei bei unserer kleinen Runde, die wir jetzt gemeinsam drehen. Ich habe mich nämlich mit Bürgermeister verabredet, denn der brauchen wir unbedingt dazu, um das Licht ausmachen zu können. Also, ich gehe mal rauf zum Rathaus, mal gucken, ob er schon da ist. Nöttlich auf, Werner. Grüß. Nöttlich auf, Wolfgang. Schön, dass du hier da bist. Naja, wollen wir mal losgehen? Naja, es ist nicht so weit. Tja. Warte, bin ich traurig, aber... Naja, traurig wollen wir nicht gleich sagen. Ja, die Weihnachtszeit geht zu Ende. Das ist nicht viel bitte vor Erzgebirger traurig. Aber ja. Komm, wir machen noch mal eine schöne Runde. Genau. Und gucken uns alles noch mal an, wie klasse das aussieht bei uns. Mensch, ja. Aber... Leere Markt hat, das ist schon ein komisches Gefühl. Eigentlich 2000 Mann wären hier. Naja, das. Pass mal auf, das wird wieder warm. Heuer machen wir es immer ohne die Leute. Und gut ist es. Gut ist es. Nicht wahr? Aber das Bühnenprogramm, Mensch, das war doch so schön. Ja. Der Kinderchor mit den Liedern, die dann im Frühling herbeigeschehen haben. Das fehlt uns natürlich. Die Nachbarn waren vorne an der Bühne gestanden und hätten wieder zugehört und ein bisschen geklatscht dabei. Also, ist schade drin, aber guck. Es ist doch schon wenigstens das, was war, dass wir das machen können. Naja. Und wenn das einer der paar Leute angucken, na, dann haben wir doch schon wieder was gekonnt. Wolfgang, das macht schon wieder. Deswegen machen wir es eigentlich. Nicht hängen. Komm, wir machen das wegen euch, damit ihr Freude dran habt, damit ihr ein bisschen mitfeiern könnt, das nochmal ein bisschen sehen könnt. Und wir hoffen natürlich, dass ihr alle das traditionelle Essen auf dem Tisch stehen habt, wenn ihr jetzt guckt, eure Riesenbratwurst mit Hirsebrei. Und wer jetzt merkt, oh, da war doch noch was, also... In der einen oder anderen Gaststätte kann man es noch bestellen und abholen. Dann schnell noch ans Telefon und bestellen. Ja, ich weiß zum Beispiel unten in der Lind, da wird halt mich extra noch angerufen, heute sagen wir noch einmal Bescheid, ich hätte auch noch genug Brotwurst zu verkaufen. Also, ja, fürs Essen ist gesorgt, ne? Glühwein, naja, dürfen wir nicht. Alkoholverbot im Freien hier. Glück, Wolfgang, wenn wir hier unsere Runde gemacht haben, können wir uns schon mal aufwärmen daheim. Kriegen wir hin. Machen wir's. Machen wir los. Na gut, machen wir mal los. Die Lichterketten wieder. Ja, das Schöne ist natürlich, dass wir heuer wieder Schnee haben. Der Schnee macht die ganze Sache natürlich noch ein bisschen interessanter. Ich hatte mir ja gewünscht, dass es jetzt bei unserer Runde noch einmal ein ganz kleines bisschen Famine geht. Aber man kann sich's wünschen, aber nicht alles geht am Inneren verloren. Wir müssen ja froh sein, dass es nicht regnet. Ne? Ja, gesagt, aber guck noch mal den schönen Baum an, Mensch. Also das ist ein... Es ist immer ein... Wirklich schade, dass man den Baum irgendwann wieder wegbauen muss. Ne? Das ist ja so ein Baum, kriegst du ja, da muss man ja einmal die Leute loben, die die Baum aussuchen, die ein Auge für sowas haben, die das ganz genau wissen, das ist der richtige Baum von Zwenser Markt. Und da kommt immer aus Zwens, ne? Also nicht irgendwo hergekarrt von weit, sondern es ist immer aus Zwens kommt, diesmal von der Wohnungsgesellschaft. Und die müssen irgendwo dort weg, weil die so groß werden, dass sie an dem Standort nicht mehr stehen können. Und wir haben das große Glück, wir kriegen einen Baum am Geschenk, das kommt ja noch dazu. Genau. Ne? Denn wenn man so ein Prachtstück kaufen müsst, ich weiß vielleicht nicht, was man da auf den Tisch legen muss. Ne, also wunderschön. Also es tut einen wirklich, es ist wirklich schön, wenn er weg muss. Aber damit müssen wir leben, ne? Damit müssen wir.
So, oh, mit dir müssen wir mal. Sissi, guck das nochmal, oder? Ja. Genau. Mal lange sei. Alles klar. So. Die Polizei bewacht uns auch, das ist gut. Ja, die brauchst du immer. Die kannst du nicht genug dafür haben. Polizei kannst du nicht genug haben. Das ist so wie Feuerwehrleute. Wir möchten eh wieder ja, mein lieber Werner. Ah, es ist ja herrlich. Was machen wir jetzt mit dem Wetter? Hast du dir schon mal überlegt, eigentlich, wenn es zur Lichtmess stürmt, wenn es zur Lichtmess schneit, dann ist es früh gar nicht mehr weit. Was ist denn das heute für Wetter? Stürme? Ja. Wir haben wie alles andere ein bisschen aus dem Ruder geholt ist im Moment. So ist auch das Wetter ein bisschen durcheinander gekommen. Aber was schön ist dabei, noch einmal muss ich sagen, es hat endlich wieder mal ordentlich geschneit. Und ich glaube, das fliegt auch ein bisschen gut drauf, weil wir alle bis jetzt uns auch brav verhalten haben und auch weiterhin uns brav verhalten waren. Also, wollen wir mal gucken, ob wir über die Schuhe auf jeden Fall ist es nicht klar und rein und ich denke, irgendwann kommt das früh gar schön. Ja, es ist ja so, es ist ja jetzt gar kommen. Wir haben ja gar kommen, nicht auch gar erlebt, wie es nicht kommen ist. Ne? Also und Corona. Meine Großmutter hat immer gesagt, kommt Zeit, kommt Rat, ja. Hat die immer gesagt. Corona schafft einiges, aber dass es das früh gar ausfallen lässt, das wird wohl nicht sein. Ach Werner, guck nach mal einen schönen Schwibbogen an. Ist das nette Stadt? Also wir kennen auch froh sein, dass wir diese schönen Sachen haben. Ne? Guck mal, wie toll das der Wagen ist, dass unsere Holzkünstler sich da so viel Arbeit gemacht haben und haben das Zeug für uns hier gebaut. Und der Hochdieter als Detter wissen, wie es so daheim zugeht. He? Also wir machen eigene Hausmusik, aber dieses Jahr haben wir es auch ein bisschen kleiner gemacht. Ohne Gäste, bloß in der Familie. Ja. Ne? Aber guck mal, Frank, du sei mal heute mal bei uns am Gebirg. Da sieht die Vernunft. Da war das auch mal so gemacht. Und es kann auch daheim in der kleinen Runde schön gemütlich sein, wenn ein bisschen ein guter Tropfen auf den Tisch kommt. Und es gibt auch ein bisschen was Leckeres zu essen. Und eine Bestimmung kommt auf alle voll mit rein. Und war das große Glück hat, dass er noch ein bisschen Instrument spielen kann. Und wem Gesang gekommen ist, ne, der soll es auch machen. Genau. Ne? Und solange sich die Katze am Ofen noch wärmt, ach, ist das alles okay. Drauf. Was soll die Maschine schief gehen? Das ist doch keine Frage. Das ist der. Ja. Ne. Ja. So, dann wollen wir nochmal hier bei der Batterie gucken, Sisse. Also, wir haben doch auch schon wegen Schnee liegen, hä? Oh ja. Also, wenn es die Heide noch ein bisschen stürmen geht, hätten wir eigentlich das Wetter, dass das Bicker angelockt wird, hä? Soll ich mal sehen. So, ach guck mal nochmal die Kirche hier. Das Kreuz brennt auch noch um. Also ich habe mit dem Pfarrer gerettet, er will es eigentlich abbrennen lassen. Ne? Also wegen Corona hat er gesagt, lässt das brennen, nicht wie Allgäuer Zweckermümmel, sondern es wird Wetter brennen. Ja, das finde ich ganz, ganz toll. Das ist ein gutes Beispiel, wenn die Kirche mit sowas vorangeht, wie ich überhaupt den Eindruck habe, unser Pfarrer, der hat schon ein bisschen ein erzgebirgisches Herz. Das ist da auch an der Deko in sein Pfarramt. Also das freut mich ganz sehr als Nachbarter. Wenn ich mir hier umdrehe und gehe an der Kirche vorbei, um die zu kontrollieren, guckst du gerne einmal das Pfarramt lieber. Und sonst, wenn die letzten zwei Jahre dieses Adventskonzert, weihnachtliche Konzert, was dann war, nicht Adventskonzert, da war ja gerammelt voll, ne? Da war ja wirklich bis auf den letzten Platz war alles voll. Und das wünschen wir uns natürlich wieder. Das hätten wir gerne wieder, nicht? Aber ich bin überzeugt, dass die Künstler brennen doch auch drauf, dass die wieder kommen können. Dass ich die denke, wieder haben. Und zweitens war doch schon immer für die ein gutes Pflaster. Genau. Siehste, müssen wir mal hier. Wir seid doch stolz auf unsere christlichen Traditionen. Ein schönes Konzert. Genau. Das ist doch was für die Seele. Also das ist ja das, wo sich immer wieder die Leute ein bisschen aufrichten können. Guck, wie schön es war es doch ist die ganze Zeit, dass die ganzen Schwibbingen waren. Das geht ja bei den kleinen Kindern schon los. Ich weiß, mein kleiner Enkel, da ist regelrecht narrisch, wenn da nur endlich das Anlichten losgeht. Und heute war der Schüler komplett aus dem Häusl, wenn nur endlich das Ablichten wäre. So ist das. Damit er sich auch nicht verpasst. Genau. Guck mal, unter Licht, der Engel, der Bergmann und davor der Schnee, das ist da einfach was. Ja, und der Schusterkung macht auch wieder einen guten Eindruck. Der Kopf ist wieder dran. Ja, wieder ein gutes Bild. Sei doch mehr tun hier. Ach, und wen haben wir denn hier? Guck nach einer an. Immer Reuter Frank spielt wieder eine Drehorgel. Das ist aber schön. Einwandfrei.
So hat eigentlich die Adventszeit bei uns begonnen. So haben wir angelichtet. Und es darf wieder süß sein jetzt zum Ablichten. Ja? Da wollen wir noch ein Bild aufhorchen. Ja, es ist ein bisschen Musik, aber doch. Ganz ohne ging's auch nicht. Sehr schön, sehr schön. Können wir froh sein, ob wir dann Räume holen werden? Komm, Werner, dann müssen wir dann noch gehen. Geht es? Wenn wir dann. Ja, wir warten hier. Wir gucken noch einmal lieber zum Schuss weg. Das war ja noch wieder eine gute Sache, dass wir das machen konnten, Wolfgang. Weißt du, mit unserer Auszeichnung, mit den schön geschmückten Fenstern. Und auch mit den Schaufenstern, ne? Da müsst ihr auch sagen, von Gar zu Gar waren mehr schönere Dinge. Das ist bestimmt für die Schiri auch nicht ganz ohne Tür. Wenn die jedes Gar sich einen Kopf zerbrechen müssen, was wollen wir denn dieses Gar mal von Sieger kehren? Nicht beim Sport ist das einfach. War der schnellste schon gewonnen. In den ihre Haut möchte ich nicht stecken. Na, die sei, oh, nicht zu beneiden, du. Kasper Lahm. Ach ja, wunderbarer Mädel. Eiwandfrei. Schön, wie sie sich dreht. Weißt du, wie alt die ist, Werner? Ja, ich würde mir das extra gut merken können, weil die ist ja dein Jahrgang, Wolfgang. Und somit kann ich mir das gut merken, weil ich ja weiß, wie alt du bist, weiß ich ja, wie alt der Bergmann ist. Aber die hat das Alter ein bisschen besser überstanden als ich. Ich ja, das kannst ein oder andere Schreibe weg. Das kannst du nicht sagen. Aber eins ist, habt ihr gemeinsam. Wenn er euch nicht ordentlich dreht, wart nicht. So, Werner, ich höre im Hintergrund die Bergglocke läuten. Das oh, heißt, das da ist zwei und langsam sechs. Zeit, dass wir vier kommen. Ja, es ist bimmelt los, du. Ja, ja. Da gehen wir noch einmal an der Pyramide rein. Ist das nicht ein Start, das ist wirklich schön, ja. Da guckst du auch wieder gerne aufs Straßenniveau und in Engel haben wir den Namen so, oh, so schön angerichtet alles, hä? Da guck noch mal nach, was das für ein Traum ist, ja. Sehr schön. So. Sehr schön. Guck. So, ihr Lieben. Und guck, steht sogar... Oh, das Lichtmesskerze. Das haben sie aber fein gemacht, ja. Weil die ist ja auch notwendig, die Gewitterkerze zukünftig. Ja. Dass wir im Grunde die dann anzünden. Ja. Wenn es gewittern soll. Wolfgang, dass es nicht gar so stürmt heute. Damit es ja kein Kerz losgeht. Ja, Werner, komm da noch ein Stück zu mir. Ja, wenn du denkst, dass es hier unten ein bisschen schöner ist, dann komm ich doch ein bisschen Ruhe. Es geht ja darum, dass wir jetzt zum Finale schreiten wollen. Ja, das ist ja nur alles nicht, ne? Also, gucken wir noch mal rundherum. Ja. Ein letztes Mal. Ja. Der Schienenbahn. Ja. Das Rathaus hinten. Die Lichterketten. Die Pyramide. Lichter, Engel und Bergmal. Es ist schon ein bisschen schade, was wir jetzt machen müssen. He? Ja, aber es ist ein Trost. Es gibt ein nächstes Mal und ein übernächstes Mal und immer wieder wird es Ski waren. Und immer wieder wird es Ski waren. Und in 300 Tagen lassen wir es wieder an und dann geht's wieder los. Geht's wieder weiter. Und da hoffe ich, dass wir einen Haufen Leute in Zween haben. Also alle, die jetzt nicht kommen konnten, die sollen nach dann kommen. Genau. So, ich war mal mit dir live machen, Wolfgang. Gut, aber auf mein Kommando warten. Auf dein Zeremonie-Kommando, das ist ganz wichtig. Also, liebe Leute, wie jedes Jahr, wir zählen jetzt runter, aber weil wir dann wahrscheinlich im Finstern stehen, wollen wir uns jetzt schon verabschieden. Wir hoffen, ihr sitzt alle im warmen Stiebel, beim Glühwein, beim schönen Essen, Bratwurst mit Hirsebrei. Und wir täten euch freuen, wenn wir euch übers Jahr, wenn es kein Corona mehr gibt, in Zwens begrüßen könnten zu dem einen oder anderen Fest. Wir haben es fest im Plan, das auszurichten. Genau. Irgendwann gibt es mal eine Zeit nach Corona. Genau. Und deswegen fangen wir an. Ja. Fünf. Wie bereit? Vier. Drei. Zwei. Eins. Licht aus. Thank you.